Hey Leute, ich bin jetzt hier in Hamburg und zwar sind wir jetzt hier in Ottmarsch und wir gehen jetzt hier gleich trainieren. Ich bin mal gespannt, wer so alles da ist. Ich habe hier die anderen gerade eben eingesammelt. Hier ist Julian, das ist ein Freund von mir, hier aus Hamburg. Der hat sich dann auch mal in die Zeit genommen und hier, auf den habt ihr bestimmt gewartet. Auf meinem kleinen, und er hat extra das Licht für mich angemacht. Auf meinen kleinen schwarzen Bruder. Sonst war ein bisschen dunkel. Damit ihr mich auch seht hier im Dunkeln. Ja, ich muss mich das jetzt mal anhören, Leute. Jedes Mal, ja? Aber auf jeden Fall, ich freue mich echt, dich wiederzusehen. Ja. Wir haben uns ziemlich lange nicht gesehen, ne? Ja. Wie lange ist das jetzt her? Ich glaube, bei Ben war das, oder? Echt? So lange? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schon eine Zeit her. Auf jeden Fall viel zu lange. Wir fahren morgen dann gemeinsam dann weiter nach Berlin. Und dann geht es dort weiter, dort wird auch gedreht. Bodyboy ist auch am Start. Oh, ich bin so auf seine Form gespannt. Ja, er hat noch 4 Wochen. Also mal schauen, wie weit er ist und ob er nochmal richtig krass runtergehen muss. Werden wir sehen. Ich habe ihn das letzte Mal Beach Cologne gesehen, da war noch ein bisschen chubby. Aber guck, hier ist schon das McFit. Guck mal, wie viele Leute da sind, Alter. Das ist noch gar nichts. Guck mal da. Da sitzen sie alle drinnen. Sie warten auf uns, glaube ich. Schauen wir mal. Aber mal im Schauen. Wir werden auf jeden Fall jetzt hier in Ottmarsch eine Runde ausrasten. Mal im Schauen. Wir trainieren Rücken, ne? Auf jeden Fall. Und Julian trainiert auch Rücken, das passt. Und dann müssen wir erstmal gucken. So, wir müssen erstmal einchecken. Jo, Leute. Jetzt ist das ein bisschen voll. Deswegen können wir auch nicht alle Übungen für euch abfilmen. Beziehungsweise filmen sowieso nicht so viel hier für euch. Weil hier ist das einfach mega voll. Lauf weiter. Oh, Leute. Achso. Lauf ruhig weiter. Ich filme nur deinen Arsch. Guten Tag. Ja, moin moin. Oh. Eike wollte meinen Arsch filmen. Ey, den Booty kann man nicht verstecken. Ey, wir haben gerade gemerkt, wir haben so ultra krassen Muskelkater im Rücken. Ja. Wir haben eigentlich, also ich hab nicht so intensiv trainiert wie sonst, wenn ich zu Hause bin. Ja, das aber nicht. Aber ich glaube, das kommt wirklich. Also, wir haben vorgebeugtes Rudern das erste Mal an der Multipresse gemacht. Und diese Ausgangsposition, die war halt wirklich. Also, man konnte nicht wirklich den ganzen Radius auskosten, sage ich jetzt mal. Und ich stand da ein bisschen verkrampft, muss ich sagen. Ich hatte einen guten Reiz, aber ich habe Ultraschmerzen. Ja, war bei mir genauso. Und jetzt habe ich halt den übelsten Muskelkater im unteren Lat. Auf jeden Fall, ich bin mega müde. Irgendwie habe ich nicht richtig gut geschlafen. Nicht lange. Nicht lange geschlafen. Wir sind jetzt eine Stunde ungefähr vor Berlin, beziehungsweise wir reisen in einer Stunde ungefähr in Berlin an, bei Ben. Und der wartet schon mit seinem Maserati, den werden wir bei ihm mal austesten. Ich hab ihn bei Instagram schon verlinkt, hab gesagt, okay, fahr ihn schon mal warm, weil wenn ich komme, dann will ich auch direkt Gas geben. Also keine halben Sachen, ihr wisst, Leute. Aber jetzt gönnen wir uns hier erstmal einen Kaffee. Wo sind wir hier? Irgend so eine Gaststätte. Ihr kennt das. Prignitz. Prignitz nice. West. Bisschen da. Werbung machen hier, ne? Da, Leute. Aber ich will jetzt nicht die ganzen Leute dort filmen, die da drinnen sitzen. Aber wir brauchen einen Kaffee. Ja, Kaffee. So, Leute, wir sind jetzt bei Ben. Okay. Philipp und ich hatten eine gute Fahrt. Und Ben hat nichts Besseres zu tun, als in seiner Kamera rumzuspielen. Ja, diese Scheiße. Nein. Läuft alles soweit. Wir müssen uns gleich erstmal seine dicke Karre in der Garage anschauen. Wir haben ja jetzt einiges geplant fürs Wochenende. Oksana und Bolli sind auch auf dem Weg hierher. Aber vorher müssen wir sehen, ne? Dass dein Auto noch ein bisschen sauber wird. Ja, ich muss sauber machen. Das ist halt dreckig. Ich bin gestern erst aus München zurückgekommen. Ich war die letzte Woche, glaube ich, komplett unten bei Karl in München mit Erdschan. Da kommen richtig geile Videos. Habt ihr schon gesehen? Hoffe ich doch. wir werden jetzt Auto waschen, genau. Und dann müssen wir noch unser Karibikplan besprechen. Ja, ich habe noch kein Video hochgeladen zur Karibik, Leute. Das kommt noch. Und ich würde sagen, da können wir eigentlich auch so. Du hast noch gar nicht veröffentlicht. Nein. Die Leute wissen das aus kurzen Kommentaren in meinen Videos. Aber ich habe euch noch kein Video gemacht. Und ich würde sagen, Ben und ich drehen später für euch ein gemeinsames Video. Und dann besprechen wir darüber. Also, und wir müssen auch noch sagen, dass wir nach Tadschikistan gehen. Das habt ihr nicht gehört, Leute. Das habt ihr nicht gehört. Dudum. Fuck! Ach, du filmst schon? Normal, Mann. Ich hab gerade schon direkt abgeklärt. Ich sitz vorne. Shotgun. Zack. Boah.
Aber wisst ihr was? Gerade kurz sprachlos. Leute, das ist ein Traum, Alter. Das ist ein Traum. Kurz sprachlos. Oh fuck, Leute. Ey, komm mal, du filmst mal gerade, aber was sagst du dazu, ey? Ich film dich. Ja, mach ruhig. Mega geile Karre. Aber Leute, ich kann jetzt nicht länger warten. Ich muss jetzt hier rein. Aber Philipp darf zuerst einsteigen, weil der nämlich hinten sitzt. Ja, ja. Das riecht so gut. Ich hab, das Licht ist schon wieder an, Philipp. Ja, ich weiß schon. Ich weiß schon. Ist das automatisch angegangen? Ja, das ist automatisch angegangen. Alter, so eine Scheiße brauche ich auch. Geht da jetzt nicht? Wie gesagt, wäre cool, wenn wir kurz. Eike, kannst du vielleicht beim Beifahrersitz bei dir gleich mal an den Start gehen? Ich bin ganz nervös jetzt. Ich bin ganz nervös, Leute. Eike ist schon richtig feucht, Mann. Ich weiß noch nicht mal hier, ob ich. Komm, gib mir mal einen Anschnaller, ich bin zu breit geworden. Habt ihr das gehört, Leute? So ist Eike wie gut privat, ja? Gran Turismo Sport. Einfach nur geil. Also das ist jetzt gerade hier mega nice, Leute. Einfach mal direkt 5 Cams hier am Start. Was geht eigentlich hier los? So Leute, das ist die schöne Oxy. Ich hab sie auch schon gefilmt. Ach Quatsch. Wir sind jetzt hier auf dem Weg ins Gym und zwar mit der kompletten Crew. Bolli ist gerade angereist. Oksana hat ihn mitgenommen. Und ich bin sehr überrascht über Oksanas Form. Und ich bin mal gespannt, ob sie jetzt auch gleich richtig Gas geben wird. Wird auf jeden Fall mega geil. Wir haben so ein paar Challenges vor. Bolli ist hinter mir auch schon fleißig am Film. Da. Josef. Da geht's schon los mit dem Wein. Aber wie scheint, versteht ihr euch gut, ne? Wir verstehen uns sehr gut. Yes. Wir verarschen mich einfach die ganze Zeit, ne? Was soll denn? Und Josef, was meinst du, wie sieht's so aus mit dir, wettkampfvorbereitungsmäßig? Ich werde rasieren, das sage ich nur. Ja, also ich bin auch ziemlich optimistisch, was das angeht. Also er hat echt eine super Form und sowieso von der Genetik her die Symmetrie bei ihm, das stimmt echt. Ich bin super gespannt, das ist dein erster Wettkampf, ne? Mein erster Wettkampf, genau. Da werde ich einen Doppelstart machen, also Newcomer und meiner Klasse 2. Sollte ich erster werden, dann habe ich noch einen Gesamtsieg. Also dreimal hintereinander sozusagen. Also richtig Vollgas. Hier im Hintergrund, Ben ist schon dabei, macht sich schon warm. Oksana und Bolli passen auf, damit er auch alles richtig macht. Ben und Bolli haben eine Challenge vor. Und zwar wollen die sich mal ein bisschen messen. Mal schauen, was da so geht bei den beiden. Und wir beide, wir machen Bens Push-Plan. Und zwar jetzt gleich erstmal ein paar Squats. Beine inclusive also. Und danach geht's dann weiter. Die Videos seht ihr dann auf unseren beiden Channels und schauen erstmal, was jetzt so geht. Ihr hört von uns, Leute.